So, wir sind wieder da. Ich Nein, ich habe schläge! die Sprache von den, also die Sprachausgabe habe ich ein bisschen Weisester leiser gemacht, weil ich Meister! gemerkt habe, dass man mich nicht so richtig versteht. Wächter Und ein des bisschen zerstörten asynchron war Turms! der Ton zum Bild auch noch, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und wir gehen jetzt einfach mal durch das Portal. Mal sehen, wo wir hinkommen. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Alles sehr grün. Ihr habt das Tor erschritten, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch, ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Also die Grafik ist schon mal Eure sehr Schergen schön. warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Wie ihr sehen könnt. Und es ist alles so ein bisschen übermäßig idyllisch gestaltet, sage ich jetzt mal. Momentan können wir auch nur drei Schergen herbeirufen, dann machen wir das mal. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. So wollen wir auch mal ein bisschen selbst. Ja. Die Schergen sind so loyal. Ruft am Tor weitere Schergen herbei. Alles, was sie finden, nehmen sie mir. Sie fressen immer nur Gras, solange bis sie getötet werden. Sieht sehr lustig aus, wie die da die Schafe verprügeln, muss man schon sagen. Dumme, nutzlose Da kann man jetzt auch Kreatur. Die Lebenskraft sehen. Im Moment haben wir 6. 7. Und das ist eins von hier im See. Eins von zahlreichen Turmobjekten, die man finden wird, aber Schergen können leider nicht schwimmen, bis auf die blauen. Und deswegen kommen wir da jetzt noch nicht dran. Aber das kommt später. Da wollen wir nochmal gucken, was hier ist. Vielleicht. Wollen wir mal gucken, ob wir die Vasen zerstören können. Ja. In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürliche Dinge zu töten. Ich habe nichts Anständiges bei. Für die Säule brauchen wir 5 Schergen. Da wir jetzt Lebenskraft haben, können wir uns noch welche herbeirufen. Oh. Da gibt es wohl ein Maximum. So. Auf, ihr verfaulten Fleischklumpen! Links zu! Macht euren Meister stolz! Oh, was ist das? Da steht einer. Oh! Halblinge haben meine Farm übernommen! Haben mich in der Sonne festgebunden! Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen! Sie wollen sich für all die Kuchen rächen! Und die Suppe, die ich gemacht habe. Und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern. Ich glaube, der ist ein bisschen aber die durchgeknallt. Die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Moment. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Nein. Sehen sie so aus? Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Findet ihr auch, dass der Typ ein bisschen die Kürbisse schreien. Verrückt sie haben ist? Angst. Zerstört sie, zerstört sie.
Okay. Wenn es dir danach besser geht. Da. Da kann man nochmal schön sehen, dass die Schergen wirklich jeden Schwachsinn aufnehmen. Weg damit! Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Die tragen sogar die Kürbisse als Helm. Sogar die Vögel lachen über mich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Kann ich ihn irgendwie töten? Haltet mir diese quietschenden Dinger vom Leib. Weg damit! Ah, verdammt. Er nervt. Unsere Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Der Gollum aus unserem Turm. Sogar die Vögel lachen über mich. Okay. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Nein, da. Zerstört alles. Meine Farm! Naja, eine zerstörte Farm ist mir lieber als eine, die nach Halbling riecht. Diese Typen würde man sich auch nicht zum Kaffeekränzchen einladen. Das sind elende Tyrannen. Kelten, Kelten, Kelten! Auch sehr ungewöhnlich. Mir diese quietschenden Dinger vom Leib. Weg damit! Mein Gott! Jetzt hat er's. Ihr solltet besser mal losgehen. Der Pfad hinter meinem Haus führt nach Rauschingen. Ich wette, ihr trefft auf weitere von diesen fetten kleinen Dämonen. Also passt auf. Da liegt er im Staub. Ich bleibe hier. Ich baue meine Farm wieder auf. Vielleicht züchte ich jetzt lieber Gurken. Ja, Gurken reden nicht so viel. Das wäre schön. Jedenfalls reden sie nicht so viel wie du. Eure Schergen haben Zugang zu Bereichen, die zu klein für eure boshafte Herrlichkeit sind. Oh ja. Oh, ich glaube, er hat ein Schwert gefunden. Automatisch alles Nützliche mit, das sie finden. Und oft auch Unnützliches. Aber sorgt euch nicht. Eure Waffen und eure Rüstung werden speziell für euch in der Schmiede hergestellt. Euch würden wir kein gestohlenes Zeug auftragen lassen. Oh nein. Das hoffe ich, sonst lebst du nicht mehr lange. Aber was ich vorhin sagen wollte, was auch noch sehr ungewöhnlich ist, dass die Halblinge mal die Bösen sind. Ich weiß nicht, wer Herr der Ringe geguckt hat, da waren sie ja die Guten. Und hier wird, wie gesagt, ziemlich viel parodiert. Da. Dann greift sie mal an. Seht ihr die Wolken, die von den toten Halblingen aufsteigen? Das ist böse Energie. Sie sammelt sich in allen bösen Geschöpfen. Ihr werdet noch mehr darüber hören, Meister. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der Gestank, aber... Na gut. Das Turmherz. Oh. Die Halblinge müssen es zum Züchten von Kürbissen verwendet haben. Die kleinen Narren haben keine Ahnung von seiner Macht. Schafft mir die Kürbisse aus den Augen und dann bringen wir es zurück in den Turm. Dann machen wir das nochmal. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Als Overlord müsst ihr nie irgendetwas Schweres durch die Gegend schleppen. Schön vorsichtig. 10. Na. Ha, die Schergen haben eine Abkürzung gefunden. Abkürzungen sind immer gut. Dann bringt man das jetzt her. Ulf, nicht schwächeln! Gunther, du stützt doch nur eine Kralle darauf ab! Robo, hilf gefälligst beim Tragen! Du nutzlose Eiterbeule! Die sind wirklich ganz schön langsam. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal wieder zum Turm, um etwas über das Turmherz zu erfahren. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes im Turm passiert, wer weiß.